Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und heute möchte ich mich mal mit einer ganz wichtigen Frage oder vor allem einer interessanten Frage beschäftigen und zwar, ist Trading eigentlich zukunftssicher? Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich schon diese Frage bekommen habe nach dem Motto, Markus, was ist eigentlich, wenn ich jetzt Geld für eine Weiterbildung im Trading ausgebe und dann in 2, 3 Jahren, vielleicht 4, 5 Jahren, geht das Ganze gar nicht mehr? Was ist eigentlich dann? Denkst du, Trading ist zukunftssicher? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe länger jetzt nachgedacht, wie eigentlich so diese Annahmen, diese Fragen so zustande kommen bei Leuten, weil für mich ist es natürlich ganz logisch, dass Trading zukunftssicher ist. Mit der Frage möchte ich mich jetzt diesmal beschäftigen und die Sache ist, als ich halt darüber nachgedacht habe, dachte ich, wie kann das eigentlich sein? Gerade Trading, gerade die Börse. Also was seriöseres gibt es eigentlich? Und warum es seriös, beziehungsweise meiner Meinung nach gerade die Börse das seriöseste Business ist, möchte ich gerne am Ende nochmal des Videos sagen. Auf jeden Fall, okay, woher kommt so diese Frage? Bei mir damals, als ich 2015 mit dem Trading begonnen habe, im Grunde haben das noch relativ wenige gemacht, gerade aus dem Bekanntenkreis. Niemand hat darüber gesprochen. Und wenn ich gesagt habe, ich möchte gerne an der Börse Geld verdienen, kam sowieso erstmal die Aussage, das funktioniert gar nicht. Ja, fang bloß niemals an, ich kenne niemanden, der damit Geld verdient. Und mittlerweile muss ich wirklich sagen, sprechen halt immer mehr Leute drüber. Und woher kommt das aber? Ich würde gerne mal erfahren, wie du das siehst. Hast du auch so das Gefühl, dass Trading im Moment gerade total der Hype da draußen ist? Wenn ja, klick mal den Like-Button, bin ich echt gespannt, was dabei rauskommt. Man darf auch nicht vergessen, dass jetzt gerade seit, jetzt ist es ja schon fast ein Jahr, Corona sehr präsent ist. Sprich, Leute sind sehr viel zu Hause, haben sehr viel Zeit und informieren sich natürlich dann, was kann ich eigentlich machen? Viele haben ihre Jobs verloren und müssen natürlich schauen, okay, was kann ich machen? Und wenn man nicht rausgehen kann, was liegt da nahe? Vermutlich natürlich Geld verdienen im Internet. Jetzt möchte ich mal ganz kurz zurückkommen, um dann auch mal reinzustarten, ob die Börse, ob Trading seriös ist. Denn wir müssten da noch viel weiter zurückschauen. Wenn man jetzt einfach sagt, okay, Trading ist jetzt gerade nur ein Hype, würde es ja bedeuten, dass es das seit kurzer Zeit gibt und es höchstwahrscheinlich auch nicht mehr lange gibt. Trading bzw. die Börse an sich, der Handel an der Börse in Wertpapieren, geht schon weit zurück ins 16. Jahrhundert. Die New Yorker Stock Exchange, die gibt es schon seit 1792. Und hier doch eine Empfehlung an euch, das Buch Das Spiel der Spiele von, beziehungsweise nicht von, sondern hier spielt Jesse Livermore die Hauptrolle. Ein sehr, sehr interessantes Buch, was auch einfach mal zeigt, im Grunde wie das Trading, wie die Börse damals war. Jesse Livermore wurde übrigens dafür so gesehen zur Verantwortung gezogen, beziehungsweise man hat gesagt, dass er damals für 1929 für den Börsencrash verantwortlich war. Sehr, sehr interessant, ein sehr dickes Buch. Ich werde es aber gerne mal verlinken in der Beschreibung, dass du, wenn du sagst, okay, komm, Börse interessiert mich wirklich, ich möchte gerne mehr darüber erfahren, dann hol dir das Buch. Richtig geil. Geil, einfach geil! Ey. Also eins der besten, man sagt es auch, das beste Börsenbuch überhaupt. Dann weiter versucht man mal zu schauen, okay, woher kommt das so, dass die Leute denken, okay, das Ganze ist vielleicht nur ein Hype, es ist nicht zukunftssicher. Also ich denke, das sollte klar sein, bis ins 16. Jahrhundert geht es zurück. 1792 wurde die New Yorker Stock Exchange gegründet. Jesse Livermore ist eigentlich einer der bekanntesten Trader überhaupt. Und okay, wann ging das eigentlich mit den Kryptowährungen los? Dass man sagt, okay, guck mal, Krypto ist auch wieder Trading, ist auch Börse, gibt es auch noch nicht lange. Allein im Bitcoin gibt es seit 2008, ja, das sind jetzt auch schon 13 Jahre. Und natürlich liegen überall Risiken hinter. Das will ich auch gar nicht sagen. Ja, wenn jetzt jemand sagt, aber guck mal, du erzählst mir jetzt hier, dass Börse total einfach ist. Ich denke mal, das sollte klar sein, dass das nicht so ist. Überall sind Risiken hinter. Trotzdem, in diesem Video geht es darum, ist Trading überhaupt zukunftssicher? Und ich habe dir ganz am Anfang des Videos gesagt, dass ich darauf nochmal eingehen möchte, warum meiner Meinung nach, oder nicht nur meiner Meinung nach, die Börse der seriöseste Handel ist. Man muss einfach verstehen, die Börse ist geregelt. Hier gibt es ganz klar, es gibt immer einen Käufer, einen Verkäufer und es ist halt ganz klar geregelt, was du bekommst. Sagen wir, du investierst in ein Unternehmen, du weißt, du bekommst hier einen Anteil eines Unternehmens. Sagen wir, du bist in den Futures. Hier ist ganz klar geregelt, was bekommst du, wenn du einen Futures-Kontrakt kaufst. Jetzt gehen wir mal darauf ein bei einem normalen Handel. Sagen wir, selbst wenn du einen Apfel kaufen willst, natürlich könnte auf dem Apfel Bio draufstehen, aber bist du dir denn wirklich zu 100% sicher, dass dieser Apfel auch Bio ist, woher der Apfel kommt, wie lange er transportiert wurde, wie die Qualität des Apfels ist? Nein, da bist du halt dir nie zu 100% sicher. Sagen wir auch mal ein PC-Spiel. Du hast halt eine bestimmte Vorstellung, was dieses PC-Spiel dir liefert. Es gab Werbung dazu, du sagst, boah, was ist das für ein geiles PC-Spiel, was für ein geiles PC-Spiel und dann hast du es und dann bist du vielleicht am Ende enttäuscht. Und an der Börse bekommst du ganz klar, das ist etwas, was ich bekomme, wenn ich es jetzt kaufe. Und das hier gebe ich an den nächsten Käufer ab, wenn ich es wieder verkaufe. Und deswegen die Aussage davon bei mir, die Börse ist wohl der seriöseste und fairste Handel, den es gibt auf der Welt, oder? Wie siehst du das? Und jetzt mal ganz kurz zum Abschluss.
Warum hat Trading eigentlich so einen unseriösen Ruf? Es ist nicht die Börse, es ist nicht das Trading, welches diesen unseriösen Ruf verbreitet, beziehungsweise dieses ganze Business unseriös macht, sondern am Ende sind es die Leute dahinter, die unseriöse Versprechen machen und dann dieses Business ins Negative ziehen. Ja, das ist halt ganz wichtig zu verstehen. So gesehen wird ein Produkt, ein Instrument genutzt von Leuten, die es dann auf unseriöse Art und Weise an andere Menschen weitergeben. Sagen wir, du fängst jetzt mit Trading an und bist in ein, zwei Monaten ultrareich, bist hauptberuflicher Trader und musst nichts anderes mehr in deinem Leben machen. 65.000 Euro! 200.000 Euro in 6 Monaten! Ich hab's geschafft, jetzt bist du dran! Die Leute denken das, sie glauben das, versuchen es, werden enttäuscht und verbreiten dann am Ende den Ruf, Trading ist doof, mach das bloß nicht. Ja? Und damit hat man im Grunde dann auch zu kämpfen, wenn man sich damit beschäftigt, dass man dann oft sagt, okay, erzählt es halt niemandem. Das haben wir bei mir in meiner Community, ist das halt sehr, sehr viel. Man merkt das, wenn wir uns dann mit unseren Schülern auch unterhalten. Die sagen, okay, ich erzähle es nicht gerne meinen Freunden oder meiner Familie. Ich behalte das für mich, bis ich dann es hauptberuflich schaffe, um den Leuten dann zu zeigen, dass es geht. Weil, sobald sie es erzählen, bekommen sie erstmal natürlich Kontra und sagen, ja, mach das bloß nicht, ganz unseriös, ganz hier und da. Und deswegen eine meiner Missionen, gemeinsam mit meiner Community, das Thema Trading. Den Begriff Trading in ein deutlich besseres Licht zu rücken und den Menschen halt einfach da draußen auch die Angst zu nehmen und zu sagen, okay, komm, was gibt es Besseres, als selbst darauf angewiesen zu sein, ob man Geld verdient oder nicht und im Grunde keine Produkte, keine Dienstleistungen, man braucht auch keine Mitarbeiter, ne, keine Kunden, um dieses Business durchzuführen und damit Geld zu verdienen, sondern nur dich, einen Computer und kannst es von überall auf der Welt machen, im Grunde auch zu jeder Uhrzeit und selbst entscheiden, wie viel du verdienst. Ja, für mich das beste, das sicherste Business auch, der Welt, weil ich am Ende nur auf mich selbst angewiesen bin. Alles klar, das dazu. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib es natürlich immer gerne in die Kommentare. Das weißt du, wenn du mir schon häufiger bzw. häufiger meine Videos geschaut hast. Vergiss auch nicht, mir bei Instagram zu folgen. Da bekommst du jeden Tag sowieso Insights. Ich mache da täglich Stories zu solchen Themen oder auch ganz andere Sachen, die ich als Fragen auch von meinen Schülern bekomme. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten YouTube-Video wieder. Ich wünsche dir was, mach's gut und dann bis dann. Ciao.